So, ein herzliches Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Honey, I Joined the Cult. Ja, ich weiß nicht, warum ich mir die Karte angucke. Also diese Lade der Verdammten würde ich mir halt gerne holen. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Also von den Fähigkeiten her. Ja, easy. Okay, das ist wirklich super easy. Wie lange dauert das? 16 Stunden! Okay, das machen wir vielleicht mal am nächsten Tag. Ansonsten können wir nochmal forschen. Ich würde erstmal den Gefrierschrank machen. Ja, Mission. Wie gesagt, das hat immer noch mit der Lade zu tun. Wo ich auch nicht weiß, wo ich die irgendwann hinstellen soll, weil das Ding hier ist auch schon mittlerweile rappelvoll. Und ich könnte den einfach weiter nach oben ziehen. Halt in die Breite, ne? Tja, kann man beides machen. Wobei ich es jetzt erstmal ganz schnell so mache, dann hat sich das auch erledigt. 1800, jawohl, 3000 Einfluss. Maximizer. Ja, Küche werden wir dann, wie gesagt, noch mit dem Gefrierschrank ausstatten. Wie ist es denn hier? Jetzt los. Wertgeschätzte PR. Zieht eine PR-Stufe von 700 oder höher vor. Ja, easy. Easy. Haben wir denn noch gute Anhänger? Oh, hier, gib mal einer, schau. Gute Qualität. Oh, hier könnte auch nochmal jemand richtig gut werden. Juniper Garrett, stimmt, den hatte ich mir letztens schon mal angeguckt. Ich erinnere mich. Müssen sowieso immer noch aussondern hier. Verringert die Haftdauer. Okay, unwichtig. Nur intellektuelle Sachen. Das ist auch nicht gut, weil wir haben keine intellektuellen Sachen bis jetzt. Arbeitet lieber nicht innerhalb von 20 Fliesen eines jeglichen Badezimmerobjekts. Naja, okay. Das ist einfach nur. Gut, da muss ich den halt irgendwo außerhalb hinstellen. Kriegen wir aber hin. So, die Donsis sind noch zugeordnet. Wir warten ganz kurz, bis so 7, 8 Uhr ist. Und dann schicken wir. Ach komm, was soll's. Wir schicken sie gleich los. Essen wollt ihr eigentlich gucken. Ah. Müssen wir nochmal nachordern. Also am Geld soll es ja nicht mangeln, ne? Bei 55.000 Dollar, die wir mittlerweile auf der Kante haben. Monolithenraum. Auch hier Alu Rot. Könnte ein guter sein. Oh, vor allem, die sind alle jetzt mittlerweile auch schon dürftig. Also selbst das ist ja schon ein Fortschritt. Ja, eigentlich bei unseren Donsis aus. Oh. Als du meine Hausecke biegst, findest du dich plötzlich an einem Filmset wieder, kennen wir. Smalltalk, 3000 Dollar. Okay. Sir Mick Jagger oder Jig Magger? Nee. Naja, wir wissen, um wen es geht. So, hier ist nichts mehr zu bauen. Uja-Tisch haben wir noch nicht. Kammer der Seele. Dämonenprojektor. Können wir noch nicht. Energiebatterie können wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Nee. Nee. Die Raupenmutti haben wir auch noch nicht. Höllische Kohle haben wir auch noch nicht. Und hier haben wir alles. Den Drehbogen, Fußboden. Ich weiß gar nicht, hier gibt es auch gar nichts. Wort ist Donzi. Oh, hier geht einer. Okay, dürftige Qualität. Da geht gleich der nächste. Auch sehr dürftig. Schön. Kann ich mit leben. Ach, aber die beiden, die mich interessieren, die. Oh, Alter, jetzt ist aber hier.
sehr dürftig, durchschnittlich. Oh, jetzt geht's aber auch richtig bergab mit der Donsies. 5 Leute verloren heute. 6 Leute. Aber auch der ist okay. 7 Leute. Scheiße. Qualität dürftig. So, Gefrierschrank. Achso, warte, wir können gleich weiter forschen. Ne, kann man nicht, wir haben zu wenig. Der Gefrierschrank. Kann ich auch nur einsetzen? Ne, 2? Hä? Aha. Ach, plus 1 Gefrierschrank. Okay, ich hatte vorher schon einen. Okay, jetzt können wir also bis zu 200 lagern. Können einfach nochmal alles einmal komplett kaufen. Stunde noch. Dann sind sie durch und haben die Lade der Verdammten. 1500, ja. Ja, Alter, Ermittlungsdruck plus 73. Lade. Yes. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hinbaue. Wo ist er? Da ist er. 600. Ja, wie gesagt, würde eigentlich nur hier wirklich passen. Alter, ich muss, glaube ich, meinen... meinen Raum nochmal erweitern. Und zwar exakt um 1. Müssen wir uns gleich nochmal angucken. Wer ist denn noch? Achso, sie hatte ich. Komm, wir erweitern gleich um 2. Wand löschen. Wand setzen. Auch wie heißt das Haus des Vibes? Und das ist Veränderungskammer. Veränderungsseelsorge, Entschuldigung. Ja gut, den Weg ist egal. Minkleresenz. Aber ich könnte ihn natürlich auch so setzen und dann dahinter die Lade bauen. Ach ne, das sind einzigartige Dinger, ne? Innenbereich? Ist das ein spezielles Objekt? Nee, ne? Oh, fuck, Alter. Dunkelheit, da müsste es sein. Ja, hier ist es. So, ganz kurz nochmal ein bisschen umbauen. Dekoration. Und zwar, wo sind hier Steintische? So, Minkleresenz und wir haben bestimmt noch ein bisschen Dekoration. Wichtige Dokumente, eine Pyramide. Nee. Okay, kann man auch nicht drehen. Bauen wir es so.
Hier können wir auch nochmal sowas bauen. Hier kommt auch nochmal ein Teppich rein. Ein bisschen Dekor. Und zwar hätte ich da auch gerne einmal die Stein... den Steintisch. Vielleicht so eine Top-Pflanze. Hier könnte man eigentlich auch nochmal was reinbauen. Dekor. Und dann können wir das nicht drehen. Ja. Tischlampe und meinetwegen hier auch nochmal die Dekoration. Da müsste ja nur noch die... der Skarabäus übrig sein, genau. Oh. So, wir machen auf jeden Fall Missionen. Jacob Kane, los geht's. Ermittlungsdruck minus 74. So, jetzt geht schon wieder alles in den Arsch. Die wichtigen habe ich alle noch nicht erforscht. Schade. Aber es geht voran. Okay, Prestige 51. 65, Alter. So, Maximum Prestige-Stufe. Super. Was haben wir denn noch? Der Dunkelheitswertung. Zusätzlicher Kartenplatz. Ah ja, okay. Da haben wir dann drei zur Auswahl. So, Schüsse eher seltsam aus den Wannen. Ramponierte Zauberkostüm. Straßenzauberer. Naja, hier, Kopf oder Zahl. Bei Kopf haben wir sie immer gewonnen. Nee, scheiße. Ja, das war hier wieder diese Betrügermünze. Aber die kennen wir ja schon. So, Forschung. Bank ausgefallen. Kammer der Seele würde ich gern verbessern. Also, prinzipiell würde ich das Anhängerlimit gerne verbessern. Aber wir machen erstmal mit der Stufe jetzt hier weiter. Teppichwertschätzung. Bevorzugt es in Räumen zu arbeiten, in denen Teppich liegen. Das wird als Instandhaltungstechniker schwierig. Aber wir können ihm auch gerne einen Teppich da in seine Besenkammer reinschmeißen. Nee. So, dann hat er da auch meinetwegen auch einen Teppich drin liegen. Auch wenn er da ja nie ist. Aber meinetwegen soll er kriegen. So, jetzt haben wir wieder 36 Anhänger, sehr gut. Wen entdecke ich denn? Oh, hier. Oh ja. Alyssa Reiger. Glaubensunterhalt verringert. Sehr gut. Schlacht und Improvisation. Nur schlichte. Okay, das können wir hier aber bieten. Alyssa Reiger. Im Geheimdienstraum. Okay, ja gut, das kriegen wir hin. Das können wir ja easy abschätzen. Okay, plus 12 pro Tag. Das ist auch viel. Der Koch hier ver... Naja, okay, jetzt geht's gerade. War mal eine Phase dabei, da hat er ja auch nichts hingekriegt. Und wir waren bei Burgern. Was heißt denn Gelände eigentlich? Veränderungsseelsorge.
kann das auch mit den Eigenschaften mal mittlerweile machen. Obwohl. Altar der Verfluchten habe ich ja auch schon, oder? Habe ich den Altar der Verfluchten noch nicht geholt? Höllische Bank. Teppich reinlegen. Ja, das ist der mit dem Minkler. Kann auch nochmal einen goldenen Teppich da machen. Obwohl, kann ich den noch drehen? Naja. Soll so passen. So, Aufwertung. Zwei Leute. Zack, maximale Stufe erreicht. Alter, du hast ja auch nur negative Eigenschaften, ne? Skywalken. Negativ. Skywalken. Negativ, minus 200. Okay, machen wir. Wo ist sie? Da kommen sie. Sehr gut. Und wir machen nochmal Senkung. David Pierce und Jessica Dörr. Skywalken kriegt ihre negative Eigenschaft weg. Das ist schon mal gut. Zwei interessante dabei. Wer ist denn gerade drin? Gar keiner. Arbeitet lieber nicht im Geheimdienst? Achso, ja. Also, Amber Martinez können wir uns holen. Wir haben ja sowieso noch einige schlechte, ne? Ja. Hier zum Beispiel im Offenbarungsbecken. Da hole ich mir jetzt mal Amber Martinez. Herzlich willkommen. So, Offenbarungsbecken. Minus Improvisation. Ist aber nicht wichtig. So, Offenbarungsbecken braucht was? Intelligenz und Geselligkeit. Wo ist denn sie jetzt? Da. Intelligenz. Geselligkeit. Offenbarungsbecken. So, dann kriegst du den... Wer war jetzt der Offenbarungstyp? Robert Stone. Und sie heißt Amber Martinez. So, und Robert Stone wird rausgeschmissen. Tschüss. Du bist nämlich für den Arsch. So, Rohstoffgewinnung, Kammer der Seele. Sehr gut. Oh Gott, was war ein Kammer der Seele? Das hier? Ja. Uja-Tisch. Okay, sehr schön. Okay, das müssen wir nochmal ein bisschen ändern. Sind wir ja auf Maximum, sehr gut.
Die Inspiration, fertig. Sehr gut. Altar der Verfluchten. Hier kriegen wir den Altar der Verfluchten. So, die Uschi ist immer noch auf Mission. Mann, die Dinger dauern aber auch jetzt ewig. Jawohl, wieder auf 48. Hervorragend. So, wer ist hier schlecht drauf? Jessica Dörr. Einzelmission. Oh. Ach, Jessica. Wirklich? Das ist aber nicht nett. Was kann ich denn eigentlich maximal bauen? Krankenbetten ist egal, ne? Ich meine, ich muss theoretisch immer noch die Spinde umbauen, aber dadurch, dass wir hier gleich Schlafzimmer Stufe 4 kriegen... was ist denn? Hier, Schlafzimmer, Aufwertung Stufe 3, so rum. Einflusslimit um 250. Da bin ich sowieso nie am Maximum. Aber egal. Mysteriöse Deko-Objekte. Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Ich würde tatsächlich drauf verzichten. Das ist eine Mission. Senkung der Aufwertung. Verringert die Menge an Ermittlungsdruck, die beim Tod eines beliebigen Charakters generiert wird, um 30%. Braucht auch kein Mensch. Da sehe ich mich auch überhaupt gar nicht. Nochmal neue. Oh, hier. Savannah Holm. Sehr gut. Sehr gut. Alyssa Reiger auch fertig. Schlachtkunst und Improvisation. So, erstmal missionieren. Es lebe Barney Humbles. Yes. Dann. Welchen Donzi schmeißen wir raus? Claw Ratchet, nicht zugewiesen. Bewirtschaftung, nicht zugewiesen. Sind alle nicht zugewiesen. Mengen macht Madenverjüngungstherapie. Bewirtschaftung. Geheimdienst. Krankenstation. Okay, dann fliegt Megan Stewart raus in der Madenverjüngungstherapie. Also, du machst die Madenverjüngungstherapie. Küche Instandhaltung. Oh, sie wäre eigentlich perfekt für die Küche, ne? Naja, egal. Klinische Ausbildung. Aber ich kann nicht schon wieder jemanden in die Küche schicken. Jacob Kane, unersättlich. Gute Führung. Willow McDonald ist auch hier Fastfood-Boy und so was. Doppeltes Kochtempo. Naja, ist egal. Also, Madenverjüngungstherapie. Vermehrt Einfluss, vermehrt Geld. Und zwar Empathie, Marketing. Marketing. So, und meine liebe Meg Stewart. Jawohl. Auf Wiederschauen. Die nächste gute. Läuft doch langsam. Meine Damen und Herren, wir machen Schluss. Sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Und dann... ja, werden wir noch ein bisschen forschen, werden noch ein paar Donzis hoffentlich ersetzen können, also je nachdem, was hier rauskommt. Und noch, zumindest morgen und übermorgen, ein wenig weiter unsere Sekte verbessern. Und dann ist aber auch Feierabend. Also,
das werden dann die letzten Folgen sein, weil aktuell gibt es halt nicht viel mehr zu zeigen. Ne? Ist ja wie gesagt Early Access, aber ich denke, wir haben dann mehr als genug gesehen, was uns dieses wunderschöne, lustige Spielchen zu bieten hat. So, egal. Wir sehen uns wie gesagt erstmal morgen wieder. Bis dahin, haut rein.